Ein Stahlwerk in Brasilien. Eine deutsche Investition, die 10 Milliarden Euro Kapital vernichtete. Gleichzeitig in Nordrhein-Westfalen. Werksschließungen, Entlassungen, Arbeitslosigkeit. Das ist unsere Alarmglocke. Die holen wir nur raus, wenn es ernst wird. Das ist die Chronologie des Desasters ThyssenKrupp. Des finanziellen Desasters für die Anleger, des moralischen Desasters für das Unternehmen und des Standortdesasters für das Ruhrgebiet. Kolleginnen und Kollegen, wir sind heute hier, um unsere Arbeitsplätze zu verteidigen. Es ist eine Geschichte über Aufsichtsräte, die ihre Aufsichtspflicht nicht erfüllten. Los geht's! Und die Suche nach den politisch Verantwortlichen. Es geht um eine Stiftung und das dazugehörige Kuratorium. Um Ruhrbarone und Politiker. Es ist die Geschichte von Vorständen, die falsche Entscheidungen trafen, kriminelle Machenschaften verantworteten und zuschauten, wie der Konzern von einer Korruptionsaffäre in die nächste schlitterte. Und es geht um den Mann, der kam, um den Konzern zu retten. Die Faktenlage ist ernst. Der Riese von der Ruhr wankt. ThyssenKrupp kämpft ums Überleben. Wird der Neuanfang gelingen oder ist alles zu spät? Unsere Spurensuche beginnt in Brasilien. Wir wollen uns die Milliardenverluste in Übersee ansehen. Das Stahlwerk in Brasilien und das Walzwerk in Alabama machen fast 1 Milliarde Euro Verlust im Jahr. Das kann sich auch ein Riese wie ThyssenKrupp nicht leisten. Beobachter sprechen vom America's Disaster. Doch wie kam es dazu? Etwa 70 Kilometer vom Zuckerhut entfernt, die Bucht von Sepetiba. Das Stahlwerk TKCSA. Betreten dürfen wir es nicht. Das sei jetzt nicht gewünscht, denn die Anlage stehe inzwischen zum Verkauf. Die Verhandlungen liefen auf Hochtouren, heißt es seitens des Konzerns. Stattdessen finden wir ein Firmenvideo, Bilder vom angeblich modernsten Stahlwerk Südamerikas. Wir treffen einen Mann, der genau das bezweifelt und das Werk für eine krasse Fehlinvestition hält. Manuel Campos. Er war langjähriger Gewerkschaftsfunktionär und Sozialattaché an der deutschen Botschaft in Brasilia. Nach seinem Ausscheiden aus dem diplomatischen Dienst blieb er in Brasilien. Von 2008 an begleitete er hochrangige Delegationen auf die Baustelle nach Sepetiba. Also wir haben hier einige Fotos aus unserer Delegationsreise im April 2008. Man sieht hier auf diesem Bereich, wo die Stahlpfähle eingesenkt werden, um die Stabilisierung des Bodens zu garantieren für die Zukunft. Ja. Die Probleme waren von Anfang an da. Man wollte sie nur nicht wahrhaben, meint er. Das fing schon mit der Wahl des Standortes an. Ein Sumpfgebiet. Man sagte mir, wir sind bereits auf 30 Meter gestoßen, ohne Grund, also ohne Felsen. Insofern müssen wir die Zahl der Pfähle verdoppeln. Das wird uns Millionen kosten. 2 Jahre nach Baubeginn ist die Bilanz verheerend. Abgeholzte Mangrovenwälder und kein funktionierendes Werk. Monatlich flogen Manager aus Deutschland nach Rio. Zu Hause berichteten sie stets in time, in budget. Alles im Zeitplan, alle Kosten unter Kontrolle. Meldungen, die im Gegensatz zu dem standen, was Manuel Campos erlebte. Dann wurde sogar ein chinesisches Unternehmen engagiert. Das war 60 Millionen Euro günstiger als die Firma Uder aus Dortmund.
letztere eine Tochter von ThyssenKrupp. Der Auftrag zum Bau der Kokerei, dem Herzstück der ganzen Anlage, ging an die Chinesen. Auch diese Entscheidung hat Manuel Campos mit Verwunderung registriert. Ein Hochofen von Chinesen bauen zu lassen, nur weil es billiger war. ThyssenKrupp hat eine eigene Firma, hochspezialisiert auf Bau von Hochofen. So, das hat jetzt ein x-mal mehr gekostet, weil man musste dann diesen Bau der Chinesen mehrmals reparieren, ne? Bis es funktioniert. Und es gibt Leute, die sagen, dieser Hochofen wird niemals richtig funktionieren. Alles anders als im Firmenvideo. Pfusch am Bau, die Kosten explodierten. An Stahlträgern hätte von Anfang an der Rost genagt. Schweißnähte seien mit Kautschuk verleimt worden. In Brasilien heißt die Anlage nur das Katastrophenwerk. Außerdem kam es wiederholt zu Zwischenfällen, Explosionen. Die austretenden Gase verbreiteten sich kilometerweit bis in die Wohngebiete. Chuva de Prata, Silberregen nennen sie es. Umweltaktivisten sagen, hochgiftig. Bis heute liegt keine vollständige Betriebsgenehmigung der brasilianischen Umweltbehörden vor. Die Fischer der Gegend haben ihre Einnahmen verloren, weil die Gewässer verseucht und die Fische gestorben sind, klagen sie. Ich habe, wie gesagt, einen kleinen Bericht geschrieben, das wird eine Katastrophe werden. Und die Leute, die dabei waren, die können nicht sagen, dass sie es nicht gesehen haben. Doch auch die Politiker, die das Vorzeigeprojekt besuchten, haben wohl nichts gesehen. Volker Kauder war einer der Ersten. Das war bereits im April 2008. Jürgen Rüttgers kam als NRW-Ministerpräsident. Das war kurz nach der Einweihung des Werks im Jahre 2010. Sein Vorgänger Peer Steinbrück war nicht in Brasilien, dafür aber seit 2010 im Aufsichtsrat von ThyssenKrupp. Im Jahr 2010 die Einweihung des Werks durch den damaligen Präsidenten Lula da Silva. Mit dabei Eckhard Schulz, der damalige Vorstand von ThyssenKrupp. Er ist der Erfinder und eifrige Befürworter des Projekts Americas. Manuel Campos ist der Meinung, all die Schlampereien und das anschließende Weggucken schmälern heute die Chancen, für das Werk das Geld zu bekommen, das ThyssenKrupp für das eigene Überleben so dringend braucht. Und dazu kommt noch, heute sind die Stahlbrammen aus Brasilien teurer als die aus Deutschland. Die Autoindustrie in Europa und in den USA schwächelt. Das Americas-Abenteuer fährt jedes Jahr fast 1 Milliarde Verlust ein. Der 1. Mai 2013, Demonstrationen in Duisburg. Ganz vorn dabei Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Am Ende des Zuges wird eine Schiene zu Grabe getragen. Das Symbol für den moralischen und wirtschaftlichen Niedergang einer ganzen Branche. Und ein weiterer Skandal. Mehrere Stahlunternehmen, Schienenhersteller haben die Bahn und die Steuerzahler viele Jahre lang betrogen. Ein Kartell gebildet. Allen voran ThyssenKrupp. Das Bundeskartellamt verhängte Millionenstrafen. Geld, das jetzt für Neuinvestitionen fehlt. Die Arbeiter sehen sich nun als Kartellopfer. Tausende fürchten um ihre Jobs. Was ist denn das Schienenkartell? Es gab verschiedene Firmen, die sich abgesprochen haben, um die Preise der Schiene nach oben zu treiben. Dieses ist meiner Meinung nach hochgradig kriminell, weil natürlich dadurch unsere Arbeitsplätze quasi auch wegfallen. Welche Firmen sind denn da beteiligt gewesen? ThyssenKrupp war da mit bei. Und eigentlich sind wir ja in zweifacher Hinsicht sind wir ja betrogen. Einmal als Mitarbeiter der TSDG, dem letzten deutschen Schienenhersteller, und auch als Steuerzahler, weil das Gleis der Bahn ja dem Bund gehört und damit Steuergelder verschleudert und ja, der Staat drum beschissen wurde, auf gut Deutsch gesagt. Details zum Schienenkartell gelangten erst spät an die Öffentlichkeit.
Die Absprachen fanden in Nobelbordellen statt. Insgesamt waren es 35 Bordellbesuche von 2005 bis 2009. Kosten 71.276 Euro. 2011 wurde das Kartell zerschlagen. Drei Firmen, darunter ThyssenKrupp, mussten eine Strafe von 124 Millionen Euro zahlen. Als Strippenzieher des Kartells gilt vor allem die GFT Gleistechnik, ein Tochterunternehmen der ThyssenKrupp AG. Ich habe eine Verabredung mit dem Journalisten, der 2011 den Skandal an die Öffentlichkeit brachte. Thyssen stellt es dar, als wenn es in dieser kleinen Tochtergesellschaft isoliert stattgefunden hätte. Aber das ist halt nicht so. Also es gab, diese Tochter ist zweimal überprüft worden, es gab zweimal interne Hinweise darauf, dass da Absprachen stattfanden. Das heißt, es ist einmal durch den ganzen Konzern durchgelaufen, diese Informationen. Und geschehen ist nichts. Die Härte der Absprachen, die Tiefe der Absprachen, wie die gemacht worden, das ist mit sehr hoher krimineller Energie gemacht worden. Und man muss dazu sagen, es ist auch bei Thyssen gab es nicht den großen Wunsch, das zu beenden. Aber das Bundeskartellamt ermittelt weiter. Auf ThyssenKrupp könnten also noch andere Bußgelder und Schadensersatzforderungen zukommen, wieder in Millionenhöhe. Denn auch viele regionale Verkehrsverbände wollen geschädigt worden sein. Das ist der zweite Komplex des sogenannten Schienenverfahrens, des sogenannten Schienenfalls. Hier laufen noch die Ermittlungen. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen, sodass wir hierzu zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch noch nicht Stellung nehmen können. Diese Probleme kennt auch Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Allein am Standort Duisburg hängen fast 30.000 Arbeitsplätze an ThyssenKrupp. Deshalb wirbt sie um Vertrauen bei den Mai-Demonstrationen. Warum sind wir denn so gut rausgekommen aus der Krise? Doch auch, weil wir nicht den Fehler anderer gemacht haben, weil wir nicht deindustrialisiert haben. Frau Kraft, wir arbeiten für den WDR. Sie haben ja gar nichts zu ThyssenKrupp gesagt. Der ist doch selber da. Ich kann ja nicht jedes Unternehmen erwähnen. Ich habe jetzt heute, weil die hier waren, den Betriebsrat. Aber es geht ums Ganze bei ThyssenKrupp, wissen Sie ja, ne? Weiß ich sehr genau. Ja? Es geht darum, das Beste für diesen Standort rauszuholen. Was sie dabei von ThyssenKrupp erwartet, will sie nicht sagen. Ein Interview vor der Kamera lehnt sie auf unsere Anfrage ab. In Duisburg glauben die Menschen längst nicht mehr an ein Stahlunternehmen ThyssenKrupp und auch nicht mehr an eine funktionierende Stahlindustrie. Schon vor einigen Jahren hatte das Unternehmen das letzte Schienenwerk Deutschlands verkauft. Andere sollten es erfolgreich führen. Jetzt wird es Ende 2013 geschlossen. Noch ein Schlag für das Land Nordrhein-Westfalen. 4, 3, 2, 1, los geht's! Dabei hat es ein Jahr zuvor in Essen noch so gut ausgesehen. Hannelore Kraft feiert, gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Heinrich Hiesinger, auf der Eröffnung des ThyssenKrupp Ideenparks. Der Konzern will sich als Innovationsmotor präsentieren, sich demonstrativ zum Standort NRW bekennen und lässt sich das einiges kosten. Sie ist als Ministerpräsidentin dabei, aber nicht nur. Sie ist auch Kuratoriumsmitglied in der Krupp-Stiftung, der größten Einzelaktionärin des ThyssenKrupp-Konzerns. Die Landespolitik und ThyssenKrupp, sie sind eng miteinander verknüpft. Wir fahren zur Villa Hügel in Essen. Wir wollen die Geschichte der Stahlbarone von der Ruhr verstehen. An dem Ort, wo sich die Krupp-Familie verewigt hat. Die Wirtschaftsdynastie, die immer auch mit den politischen Machthabern verbunden war. Krupp-Stahl eroberte die Welt. Von Kaiserszeiten bis heute. Unter Hitler wurde Krupp zum Vorbild aller Waffenschmieden.
Berthold Beitz bekam 1967 den Auftrag, das Erbe der Familie als Chef der Krupp-Stiftung zu verwalten. Die Stiftung war der Weg, auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch die Landespolitik in die Geschäfte einzubinden. In diesen Räumen wurde am 12. Dezember 2011 der Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Der Preis ging an Berthold Beitz und an seine Frau Else. Die Laudatio hielt ein Mitglied des Stiftungskuratoriums. Berthold Beitz schaffte es mit Energie und Geschick und vor allem mit einem gesunden Maß an Sturheit, das alte, so schwer angeschlagene Familienunternehmen in einen international wettbewerbsfähigen Mischkonzern umzuwandeln. Und auch in ihrer Funktion als Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung seit 1968 halten Sie, lieber Herr Beitz, seit über 5 Jahrzehnten das Versprechen, das Ihnen 1967 Alfred Krupp an seinem Lebensende abgenommen hat. Herr Beitz, passen Sie auf Krupp auf. Die Stiftung spielt bei ThyssenKrupp eine herausragende Rolle. Sie hält 25% der Aktien und kann so Unternehmensentscheidungen maßgeblich beeinflussen. Außerdem hat sie sich von der Hauptversammlung ein Sonderentsenderecht absegnen lassen. Damit kann sie ohne Zustimmung der übrigen Aktionäre 3 Vertreter ihrer Wahl in den Aufsichtsrat entsenden. Einer davon war der frühere NRW-Ministerpräsident Per Steinbrück. Als Wirtschaftsminister in NRW hatte er die Fusion von ThyssenKrupp mitgestaltet. Von 2010 bis 2012 war er Mitglied im Aufsichtsrat. Kurz nachdem die Vorwürfe gegen ThyssenKrupp öffentlich wurden, trat er von seinem Posten zurück. An vielen der Sitzungen hatte er ohnehin nicht teilgenommen. Nach Presseberichten erhielt er insgesamt für seine Arbeit im ThyssenKrupp-Aufsichtsrat rund 170.000 Euro. Da haben Sie ja als Minister und auch als Ministerpräsident und auch als Aufsichtsrat von ThyssenKrupp beispielsweise ordentlich mitgemischt. Sind Sie denn mit Ihrer Arbeit zufrieden? Sie heben darauf ab, dass da Investition in beide Amerika stattgefunden hat. Bezogen auf den provozierenden Teil Ihrer Frage darf ich darauf hinweisen, dass diese Entscheidungen getroffen worden sind, weit bevor ich in den Aufsichtsrat gekommen bin. Gern hätten wir noch gefragt, welche Rolle er als Bundesminister in der Großen Koalition unter Angela Merkel bei der Formulierung der sogenannten Lex ThyssenKrupp gespielt hat. Ein Gesetz, das zum Beispiel Eckhard Schulz ermöglichte, direkt vom Vorstand in den Aufsichtsrat zu wechseln. Eine Ausnahme, extra geschaffen für Stiftungen, die mindestens 25% eines Unternehmens halten. Genau wie bei der Krupp-Stiftung. Für ein Interview vor der Kamera steht Per Steinbrück als Kanzlerkandidat der SPD jedoch nicht zur Verfügung. Mit Theo Stegmann, dem ehemaligen Betriebsrat der Krupp AG, fahren wir in die Vergangenheit. Die Brücke der Erinnerung in Rheinhausen. Hier begann mit der Schließung des Krupp-Hüttenwerks die Neuordnung der Stahlindustrie in Deutschland. Stegmann hat das alles erlebt. Da war das Werk dann auf der rechten Seite. 2 große moderne Hochöfen. Also Rheinhausen, das Kruppstahl Rheinhausen war das modernste Stahlwerk in Westdeutschland. Und dass dieses Stahlwerk geschlossen wurde, hatte wieder mal damit zu tun, dass Krupp kein Geld hatte. Krupp konnte man zwingen, die anderen Unternehmen, Thyssen, Mannesmann, Salzgitter. Im Prinzip war das eine Zockerei. Alle haben darauf gewartet, bis der erste schlapp macht. Dieser Arbeitskampf hat eigentlich eine hohe Symbolkraft gehabt im ganzen Ruhrgebiet, weil wir diese Auseinandersetzung so geführt haben, dass es nicht nur um ein Werk ging, sondern um die Zukunft der ganzen Region Ruhrgebiet. Das war unser Ausgangspunkt von Anfang an. Wir kämpfen nicht um Rheinhausen allein. Es geht um das ganze Revier oder unter einem anderen Motto: Heute wir, morgen ihr. Der Mann, der für den Kahlschlag stand, der die Wut der Stahlarbeiter auf sich zog, war Krupp-Vorstand Gerhard Kromme. Sie werden sagen, und ich habe dafür Verständnis, wir wollen weiter in Rheinhausen beschäftigt bleiben. Sie müssen aber einfach wissen,
dass man wirtschaftliche Tatsachen nicht einfach übergehen kann. Trotz sechsmonatigen Arbeitskampfes konnte das nicht verhindert werden. Und dann begann eigentlich quasi die Neuordnung der Stahlindustrie. Das hat der Komme selber mal so bezeichnet, dass Rheinhausen eigentlich der Ausgangspunkt war. Danach wurden von Krupp die Aktien von Hoesch gekauft. Hoesch wurde einverleibt, verschwand von der Bildfläche. Und dann gab es den Versuch, als Krupp Hoesch über Kredite finanziert Thyssen zu übernehmen, was damals dreimal so groß war als Krupp. Gerhard Kromme war der Mann hinter den Plänen zur feindlichen Übernahme. Gewerkschafter und Politiker waren entsetzt. Die Landespolitik schaltete sich ein. Die beiden Stahlkonzerne sollten zusammengehen, sich aber vorher einigen. Stegmann und seinen Kollegen wurde mitgeteilt, dass sich auf Einwirkung der Landesregierung durch Johannes Rau die beiden Konzerne daraufhingehend geeinigt haben, innerhalb von 8 Tagen eine neue Stahlgesellschaft aus dem Boden zu stampfen. Die Fusion war beschlossene Sache. Der neue Stahlriese entstand im Jahre 1999. Da war Wolfgang Clement Ministerpräsident von NRW. Wirtschaftsminister war Peer Steinbrück. Die Politiker hatten eingegriffen, Tatsachen geschaffen. Ihren Einfluss auf die Landesbank und auf die Gewerkschaften geltend gemacht. Ohne die Zustimmung der Politik, der Landespolitik, wäre diese Fusion von Krupp und Thyssen nicht möglich gewesen. Wirtschaftsjournalistin Kirsten Bialdiger begleitete von Anfang an die Geschäfte von ThyssenKrupp. Sie beobachtete den Einfluss der Politiker und vor allem die Karriere des Managers, der eine glänzende Zukunft versprach für den Riesen aus dem Ruhrgebiet, Gerhard Kromme. Dank unserer Initiative konnte ein großes unternehmerisches Ziel erreicht werden. Die Stahlindustrie an Rhein und Ruhr, aber auch am Standort Deutschland, hat den längst überfälligen Schritt nach vorn getan, um zum internationalen Wettbewerb aufzuschließen. Doch es kam ganz anders, als die Reden von Kromme, Schulz und die entsprechenden Firmenvideos vermuten ließen. Vor allem das Projekt Steel Americas sollte den Konzern in eine glänzende Zukunft in einer globalisierten Welt führen. 10 Jahre nach der Fusion nimmt im Bundesstaat Rio de Janeiro das Werk tatsächlich die Produktion auf. Es wird in die deutsche Industriegeschichte eingehen als das größte Milliardengrab aller Zeiten. In einem Schwellenland, wo die Arbeitskosten, die Energie und die Rohstoffe günstig schienen. Eisenerz und Kohle gibt es beides in Brasilien ausreichend. Das sollte da oder wurde dann später, heute ist es ja so, zu Stahl produziert. Und dieser Stahl wurde dann exportiert nach Nordamerika zur Weiterverarbeitung und in Teil auch nach Europa. Und man hat sich davon einen ordentlichen Kostenvorteil versprochen. Ausgedacht hatte sich das ganze ThyssenKrupp-Vorstandschef Eckhard Schulz, den die Männer an den Hochöfen von Thyssen einst den Eisernen Ecki genannt hatten, weil sie dachten, er sei einer von ihnen. Kurz nach der Fusion überzeugte er Kromme von seinem Plan. Der Eiserne Ecki wollte noch einmal am ganz großen Rad drehen. Die Vision, die Schulz für ThyssenKrupp entwarf, war die eines internationalen Stahlriesen, der in der Champions League mitspielen würde. Doch die Milliardenverluste manövrierten ThyssenKrupp zunehmend in eine finanzielle Schieflage. Hauptgründe für das Debakel: die ständig steigenden Baukosten in Brasilien sowie ein Zusammenbruch des internationalen Stahlgeschäfts. Das hätte man aber vorhersehen können. Man hatte sich einfach verspekuliert, war von vornherein von falschen, zu optimistischen Prognosen, vor allem für die amerikanische Automobilindustrie, ausgegangen. Die Faktoren, die ThyssenKrupp jetzt in diese missliche Lage gebracht haben, sind aus meiner Sicht zum einen ein Größenwahn einiger weniger Manager, die geglaubt haben in den Zeiten des Stahlbooms, dass sich das in die Zukunft fortschreiben lässt und die Risiken systematisch zu niedrig angesetzt haben. Kritische Stimmen wie die von Kirsten Bialdiger waren selten, wenn es um Berichte über ThyssenKrupp ging.
Der Konzern nahm aktiv Einfluss auf die Berichterstattung und schloss kritische Journalisten vom Informationsfluss aus. Deshalb drangen die illegalen Absprachen, die vielen Kartellbildungen und die Korruptionsfälle lange Zeit nicht an die Öffentlichkeit. Und ThyssenKrupp war in viele Kartelle verstrickt. Edelstahlkartelle, Fahrstuhlkartelle, Rolltreppenkartelle. Die Manager versuchten derweil, sich eine gute Presse zu schaffen. Wer wohlwollend berichtete, konnte sich Vorteile ausrechnen. Die hat man mit auf Reisen genommen in die erste Klasse. Den hat man Zugang zu den Entscheidungsträgern verschafft. Wer unliebsam berichtete, das heißt kritische Berichte verfasste, musste sich auf Nachteile einstellen. Da hat man es aber so gehalten, dass man die geschnitten hat. Man hat denen gedroht und man hat alles getan, um deren Arbeit zu behindern. Der Druck kam direkt aus der Zentrale. Zum Beispiel vom damaligen Vorstand Jürgen Klaassen. Zuständig für Kommunikation und gute Unternehmensführung, Compliance. Er soll Druck auf die Wirtschaftszeitung Handelsblatt ausgeübt haben. Die sollte Redakteur Martin Murphy von der Berichterstattung über ThyssenKrupp abziehen. Und Kirsten Bialdiger wurde jedes Mal von Presseterminen ausgeladen. Jürgen Klaassen musste inzwischen seinen Vorstandsposten räumen. Er war ein enger Vertrauter von Gerhard Kromme und Berthold Beitz. Bochum, Januar 2013. ThyssenKrupp Jahreshauptversammlung. Den Aktionären müssen vor allem die Verluste des Americas-Abenteuers erklärt werden. Vor den Toren Proteste. Kritische Aktionäre prangern die Umweltschäden des Werkes in Brasilien an. Sie fordern Entschädigungen für die Opfer. Sorgen auch bei den Gewerkschaftsvertretern. Sie befürchten weitere Werksverkäufe und Schließungen. Auf Transparenten fordern sie den Rücktritt des Aufsichtsratschefs Gerhard Kromme. Dabei ist Kromme zwar Vorsitzender, aber nur einer von 20 Aufsichtsräten. Der zweite Mann im Aufsichtsrat hinter Kromme ist ein Gewerkschaftsmann. Bertin Eichler, Vorstand der IG Metall. Als Aufsichtsrat hatte er die wichtigsten Entscheidungen mitbeschlossen. Er und andere Arbeitnehmervertreter sind über Jahre hinweg von ThyssenKrupp mit Luxusreisen geködert worden, heißt es. Unter anderem nach Kuba, nach Thailand und nach China. Und bei ThyssenKrupp hat man auf Arbeitnehmerseite sich da vielleicht etwas zu sehr einwickeln lassen. Den Vorwurf, durch die Luxusreisen sei seine Aufsichtsratstätigkeit vom Vorstand beeinflusst worden, weist Eichler zurück. Er habe immer im Sinne der Arbeitnehmer gehandelt. Eine der von Eichler mitgetragenen Entscheidungen war 2012 der Verkauf von Nirosta, der traditionsreichen Edelstahlsparte, an den finnischen Konkurrenten Outokumpu. Also die Finnen müssen zumindest befürchten, dass wir, die Arbeitnehmerseite, dem Verkauf morgen im Aufsichtsrat nicht zustimmen. Und dann ist die Frage, ob ThyssenKrupp durch das Doppelstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden hier Fakten schafft. Doch schon am nächsten Tag ist der Verkauf beschlossene Sache. Vorstandsvorsitzender Hiesinger freut sich. Keine Gegenstimme. Auch nicht vom Arbeitnehmervertreter Bertin Eichler. Beschlossen wird sogar der Abbau von Arbeitsplätzen. Journalist Martin Murphy erinnert sich an die Taktik des Gewerkschafters. ThyssenKrupp hat die Edelstahlsparte verkauft und man hat den Mitarbeitern in Bochum gesagt, bei diesem Verkauf, dass eventuell das Werk geschlossen wird, aber auch nur eventuell, das würde Ende 2015 überprüft werden. Und im Aufsichtsrat selber hat der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Bertin Eichler von IG Metall gesagt, diese beiden Werke werden geschlossen. Das heißt, er hat zwei verschiedene Positionen. Zum einen ist es für ihn ein Fakt, das macht er intern im Aufsichtsrat. Und den Leuten draußen im Werk sagt er, ihr habt noch 2 Jahre Hoffnung und dann müssen wir schauen, was passiert. Das ist nicht legitim, das macht man nicht.
Über die Aufsichts- und Betriebsräte winken die Gewerkschaften regelmäßig auch Werksschließungen und Entlassungen durch. Der Vorstand der IG Metall war auch in die Entscheidungen über die Americas-Investition eingebunden. Sie regieren mit in der Belletage des Konzerns, aber darüber will Bertin Eichler nicht reden. Auch er lehnt die Interviewanfrage ab, genauso wie Klaassen, Kromme, Beitz, Kraft und Steinbrück. Zurück zur Jahreshauptversammlung im Januar 2013. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Der Konzern wackelt. 5 Milliarden Verlust hat der Konzern 2012 zu verkraften. Die Dividende für die Aktionäre wird gestrichen. Die meisten Anleger fordern danach den Rücktritt Krommes. Einige nennen ihn Mr. Teflon und meinen damit den, an dem jede Kritik abtropft. Doch Kromme will weitermachen. Business as usual. Ein ganz besonderer Gruß geht an unseren Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Professor Dr. Weiß. Kromme steht wegen der Milliardenverluste am Pranger, während Heinrich Hiesinger als Hoffnungsträger der Anleger gilt. Dabei hatte ihn Kromme damals selbst zu ThyssenKrupp geholt. Krommes Zukunft hängt vom Wohlwollen des Patriarchen ab, des 99-jährigen Chefs der Krupp-Stiftung, Bertolt Beitz. Der kann Krommes letzten Auftritt als Aufsichtsratsvorsitzender an diesem Tag mit demonstrativer Geste noch einmal retten, trotz der allgemeinen Stimmung. Bei Krupp war es auch gut, haben wir schöne Dividenden gehabt, 24% aufs Kapital und heute sind wir bei null. Meine Damen und Herren, das ist leider ein Desaster. Doch davon will Kromme nichts hören. Er präsentiert bezahlte Gutachten, die ihm eine korrekte Arbeit bescheinigen. Drei Wochen nach der Hauptversammlung gibt er dann doch seinen Rückzug aus dem Aufsichtsrat bekannt. Auch auf das Erbe von Bertolt Beitz bei der Krupp-Stiftung verzichtet er. Das Ende einer Ära. Die ThyssenKrupp-Zentrale in Essen, 15. Mai 2013. Wir treffen den neuen Hoffnungsträger Heinrich Hiesinger. Gerade sind die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Der Verkauf der Werke in Brasilien und den USA sollte eigentlich längst unter Dach und Fach sein. Doch stattdessen gibt es Probleme mit den Verhandlungspartnern und so lange müssen sie weiteres Geld hineinstecken. Eine Kapitalerhöhung wird immer wahrscheinlicher. Hiesinger, der Erneuerer, scheint dennoch weiter optimistisch. Nun haben wir Mai 2013. Wie steht es um ThyssenKrupp? Auf einem guten Weg in die Zukunft, aber mit enormen Belastungen bei der Abarbeitung der Vergangenheitsthemen. Auf den Punkt gebracht. Die Roster ist weg. Wenn Sie Brasilien oder Amerikas Stil jetzt noch verkaufen, ist dann ThyssenKrupp überhaupt noch ein Stahlunternehmen? Nein, wir bauen ThyssenKrupp tatsächlich um. Wir nennen das ja zu einem diversifizierten Industrieunternehmen. Wir wollen tatsächlich ein Unternehmen, das auf mehreren starken Beinen steht. Eben der Stahl, aber zum Beispiel auch die Aufzüge oder der Anlagenbau, Materialdienstleistungen oder unser Automobilgeschäft. Wir glauben, dass man damit einfach robuster und zukunftsfähiger ist. ThyssenKrupp, kein Stahlunternehmen mehr? Stattdessen Geschäftsfelder mit größeren Gewinnmargen. Rolltreppen, Aufzüge, Anlagenbau. Wenn es nach der neuen Konzernführung geht, ist das die Zukunft. Wir sind Teil einer dynamischen Entwicklung. Globalisierung, Urbanisierung und demografischer Wandel. Diese Herausforderungen kann man nur durch bessere Technologien meistern.
So präsentiert sich der Konzern hin zum diversifizierten Industrieunternehmen. Gern spricht man über die neuen lukrativen Geschäftsfelder. Der Erfolg muss her, so schnell es geht. Da hilft es auch nicht, dass ein anderer Bereich von ThyssenKrupp erfolgreich ist. Der Konzern baut konventionelle U-Boote für die Kriegsmarinen dieser Welt. Deutsche U-Boote von ThyssenKrupp Marine Systems. Ein Exportschlager, den ThyssenKrupp nicht in den Vordergrund stellt. Auch weil der Name Krupp als Waffenschmiede immer noch historisch belastet ist. ThyssenKrupp Marine Systems, Stichwort, ist ThyssenKrupp auch ein Rüstungsunternehmen? U-Boote sind Teil der Rüstung, deshalb ist die Aussage da zutreffend. ThyssenKrupp baut auf Produkte, die Profit abwerfen. Gleichzeitig stößt man ab, was sich nicht rechnet, zum Beispiel den zivilen Schiffbau. Und lässt anderes ziviler klingen. ThyssenKrupp Marine Systems, der U-Boot-Bau, ist im Bereich Anlagenbau angesiedelt. Hiesinger möchte einen möglichst einheitlichen Konzern. Aus etwa 700 Konzerntöchtern sollen 400 werden. Gleichzeitig will man schlanker werden. Viele Bereiche werden zusammengelegt. Heinrich Hiesinger nennt das Portfolio-Umbau, Manager-Jargon. Die Mitarbeiter sollen sich in diesen Prozess einbringen. Ihre Veränderungen hier im Konzern gehen nicht ohne Arbeitsplatzverluste vonstatten. Wie sieht es aus mit den Arbeitsplätzen? Also mir ist ganz wichtig, wir haben kein Abbauziel. Ja, viele sagen ja, warum sagt ihr nicht endliche Zahl, wie viel es das wird? Weil ich sage, wir haben kein Ziel, Personal abzubauen. Wir freuen uns, wenn es möglichst wenige sind. Aber wir haben in gewissen Feldern Probleme, zum Beispiel im Stahl oder jetzt auch, dass wir in der Zentrale zu teuer sind. Diese analysieren wir. Lernen, wo wir uns verbessern können. Und da haben Sie recht. Leider kommt manchmal heraus, dass es ohne Anpassung nicht geben wird. Und dann steht eine Zahl am Ende. Durch die Veränderungen bei Stahl sind 2000 Mitarbeiter von Abbau betroffen und möglicherweise 1800 durch einen Teil, den wir verkaufen. Und wir haben ja diese Woche bekannt gegeben, dass wir in unseren administrativen Funktionen weltweit in den nächsten 3 Jahren 3000 Mitarbeiter abbauen werden. Viele Jobs hängen auch indirekt von ThyssenKrupp ab. Der weitere Stellenabbau wird Folgen für das ganze Ruhrgebiet haben. Bereits jetzt werden im Windschatten der alten Hochöfen ganze Stadtteile abgerissen. Zum Beispiel in Duisburg-Bruckhausen. Die Menschen hier sagen, die Milliarden, die man in Brasilien und den USA in den Sand gesetzt hat, hätte man hier investieren sollen. Genau dafür fehlt dem Konzern jetzt das Geld. ThyssenKrupp, der Riese von der Ruhr, ist wie ein riesiger Tanker, der lange auf falschem Kurs war. Viele Beobachter bezweifeln, ob sich dieser Tanker überhaupt noch steuern lässt. Ist das neue Management der Aufgabe gewachsen? Als ich hierher kam, war ja die Sorge, kann er überhaupt was machen? Es wurde oft vermutet, dass die Stiftung und auch sozusagen die Rolle, die die Mitbestimmung bei uns einnimmt, sozusagen mir, aber auch meinen neuen Vorstandskollegen, die Möglichkeit nimmt, den Konzern nach vorne zu bringen. Ich glaube, wir haben wirklich bewiesen, dass das so nicht gegeben ist. Ich habe ja im Januar 2011, bin ich Vorsitzender geworden, Kollege Kerkhoff, der kam im April dazu. Und im Mai haben wir bekannt gegeben, dass wir ein Viertel des Unternehmens verkaufen, inklusive Edelstahl. Und sowohl die Vertreter der Stiftung im Aufsichtsrat wie auch die Vertreter der Mitbestimmung haben mit Ja gestimmt. Es hat sich keiner enthalten, weil sie gemerkt haben, hier muss sich was verändern und wir wollen den neuen Vorstand auch klar dokumentieren, wir stehen hinter dieser Veränderung. In der Essener ThyssenKrupp-Zentrale soll es eine neue Unternehmenskultur richten, hören wir. Auch das klingt nach Managersprache. Ein Neubeginn mit Hürden. Es gibt ja bereits neue Verdächtigungen und weitere Hinweise auf Korruption. Erst Ende Februar waren Büros im Konzern von der Staatsanwaltschaft durchsucht
und umfangreiche Unterlagen beschlagnahmt worden. Der Verdacht heißt wieder Kartellbildung und ist noch größer als die vorangegangenen. ThyssenKrupp soll sich mit Konkurrenten beim Verkauf von Autoblechen abgesprochen haben. Die deutsche Autoindustrie hat möglicherweise seit mehr als 10 Jahren zu viel gezahlt. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, dann drohen Schadensersatzforderungen in Milliardenhöhe. Denn ein Drittel des jährlichen Umsatzes von 11 Milliarden Euro erzielt das Unternehmen mit der Automobilindustrie. Noch. Die Serie reißt ja nicht ab von Kartellen. Jetzt war letztens von diesem Autoblech-Kartell die Rede. Wie ist da der Stand der Ermittlungen sozusagen? Aber Herr Kaskais, das muss ich eben korrigieren, wenn Sie sagen, die Serie reißt nicht ab. Es ist nichts nach vorne. Was ich vorher ganz offen zugegeben habe, ist, wir können nichts mehr verändern, was in unserer Vergangenheit geschehen ist. Und bei dem Thema Stahl, was Sie ansprechen, gibt es eine anonyme Anzeige. Ja, auch dem gehen wir proaktiv nach. Wir haben sogar unser Compliance-Büro extern verstärkt. Heute wissen wir noch nicht, ob an diesen Vorwürfen was dran ist oder nichts. Aber mir ist schon wichtig, das sind nicht immer neue Dinge in die Zukunft. Wie gesagt, wir räumen auf, was in der Vergangenheit war. Also Kartelle und Korruption soll es nicht mehr geben? Absolut nicht. Also das machen wir jedem klar und zwar wirklich mit Zero Tolerance. Compliance-Probleme, Korruptionsfälle, überall Baustellen. Hiesingers größtes Problem ist und bleibt aber Americas. Der Neuanfang steht und fällt mit dem Verkauf der Werke in Brasilien und Alabama. In Brasilien erweisen sich die Verhandlungen als viel komplizierter, als man sich das in Deutschland wünscht. Warum? ThyssenKrupp Brasilien hat sich mit langfristigen Verträgen an Rohstofflieferanten gebunden und die will kein Käufer übernehmen. Termin mit Ivo Ribeiro, Chefanalyst der größten brasilianischen Wirtschaftszeitung. Der Verkauf von ThyssenKrupp Brasilien wird sich noch lange hinziehen. Ein extrem schwieriger Prozess. Kein Käufer der Welt ist bereit, annähernd so viel Geld für das Stahlwerk in die Hand zu nehmen, wie ThyssenKrupp verlangt. Die wenigen Interessenten zögern, denn sie müssten, wie es heißt, nochmals ca. 800 Millionen Dollar in die Werke investieren, damit sie internationalen Standards entsprechen. Dazu kommt, die Behörden von Rio haben bisher keine vollständige Betriebsgenehmigung für das Werk erteilt. Die Käufer wollen aber ein Werk kaufen, das zu 100 und nicht zu 75% funktioniert. Fazit: Wenn der Verkauf des Werkes in Brasilien misslingt, dann droht das bislang Undenkbare: die Zerschlagung, der Ausverkauf des Konzerns. Ist ThyssenKrupp noch zu retten oder ist alles zu spät? Wir werden ThyssenKrupp retten und wir haben eine verdammt gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft. Eine verdammt optimistische Prognose.